Hier ist wieder euer Rasta Danta und ja, heute habe ich mir gedacht, mach ich mal was Außergewöhnliches, mal nichts mit den Pflanzen. Eigentlich habe ich heute wieder zwei Videos aufgenommen von Lerne Pflanzen in der Praxis, nur es wurde leider wieder schon wieder dunkel und die Kamera ist nicht so gut, ja, deswegen konnte ich es nicht hochstellen, ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Okay. Ja, jetzt mal zum Thema, warum ich das alles mache. Ja? Das ist eigentlich, wie ich im ersten Video gesagt habe, mir macht das brutal viel Spaß so vor, mit der Arbeit und so, ja, also mit Landschaftsgärtner und mit den Pflanzen und alles drum und dran. Ja, es macht mir brutal viel Spaß. Ja? Das Problem ist halt nur, es gibt mittlerweile so viele möchte gern Landschaftsgärtner, Vorarbeiter, alles drum und dran, ja. Die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, ja. Die können vielleicht mal eine Pflanze, der Hedera Helix oder was weiß ich, ja. Und können einfach ansonsten nichts mehr, ja. Aber meinen, die wären die größten Vorarbeiter der Welt, ja. Und durch die kann man die, ist ja alles schön und gut, aber das ist halt nicht das in der Sache, ja. Also ich sag, ja, im letzten Betrieb war ich auch sozusagen Vorarbeiter, ja, und da ging das eigentlich, wir kamen auf die Baustelle, ich habe meine Sachen gemacht, die anderen haben ihre Arbeit gemacht und dann brauche ich nicht zu sagen, du machst jetzt das, sondern es war einfach ein gespieltes Team, ja, und so sollte es eigentlich normalerweise auch sein, ja, dass man wirklich sagt, man kann jetzt mal der Vorarbeiter sein, das ist kein Problem. Ja, dass man sagt, wie die Chef das haben will oder die Bauleiter oder sonst irgendwas, wie die das haben wollen. Aber ja, nicht ständig, versteht ihr? Das ist so, wenn man schon 20 Jahre dabei ist und da kommen immer noch Leute, die meinen, ich bin auch im Kindergarten. Ja, egal. Okay. Was ich damit sagen wollte. Zieht euer Ding durch, ja. Wenn ihr Spaß am Beruf macht, macht ihn weiter. Also tut euch nicht wegen Arbeitskollegen oder wegen Vorarbeiter oder tut euch nicht runterziehen, ja. Das Wichtigste finde ich natürlich Praxis auf jeden Fall. Ja, also ohne Praxis kann man auch keine, ja, da bringt die beste Theorie nichts, wenn man nichts in der Praxis kann, ja. Aber was ich sage ist, die Botaniker sind wirklich die Landschaftsgärtner sind wirklich die Botaniker, ja. Das heißt, richtige Fachmänner, die können arbeiten und die wissen Pflanzen, ja. Wenn ein Kunde zu euch kommt und fragt, ja, Hamamelis mollis, ja, die eine Pflanze, was ist denn das, ja, das ist halt kein Fachwissen, ja. Deswegen will ich euch das in den Weg geben, macht es, zieht euer Ding durch, ja. Und dann macht es auch richtig Spaß, auf jeden Fall. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt euch mal in der Infobox mein E-Book, habe ich da wieder bereitgestellt. So, danke, die Dankenleute, also das heißt, zwei Leute, wo ich wirklich sehr dankbar bin. Also ich gucke da YouTube-Videos und deswegen guckt es euch auf jeden Fall an, nach diesem Video natürlich. Okay, Facebook-Gruppe habe ich auch und da stelle ich jeden Tag eine Pflanze rein, ja, könnt ihr mitraten und mit überlegen oder mitbestimmen oder sonst irgendwas, ja, und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Rasta Danta, peace.